Stuttgart 21 ist viel mehr als nur der künftige Hauptbahnhof. Züge erreichen die im Durchgangsbahnhof um 90 Grad gedrehten und nach unten verlegten Bahnsteige über eine Vielzahl von Tunneln, die unter der Stadt verlaufen. Hindurch unter dem Rosensteinpark, dem Neckar und dem Fernsehturm. Tunnelbau ist stets eine Herausforderung für Planer und Mineure. Bei Stuttgart 21 sind sie am Ziel. Der letzte Tunneldurchschlag des Projekts erfolgt am Flughafen. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute wird hinter mir der letzte Durchschlag hier im Flughafentunnel stattfinden, aber auch der letzte Durchschlag im gesamten Projekt Stuttgart 21. Wir sehen gerade, wie der Bagger sich durch die überwiegenden Tonschluffsteine gräbt. Die Tonschluffsteine sind ein verhältnismäßig weiches Gestein, sodass wir hier ohne Sprengvortrieb die Tunnel auffahren konnten. Das ausgebrochene Material wird mit dem sogenannten Schuttern aus der Tunnelröhre über einen Radlader hinaus befördert und wird dann über die Schutterbox hinausgefahren. Auch der Stuttgarter Flughafen als Teil des Bahnknotens Stuttgart wird fit für die Zukunft und damit zur Verkehrsdrehscheibe für Baden-Württemberg gemacht. Er erhält eine Anbindung an den Fern- und Regionalverkehr. Dafür entstehen auf den Fildern der Flughafentunnel, der zweiröhrig im Westen wie im Osten die Autobahn A8 unterquert, sowie der neue Flughafenbahnhof direkt unter der Landesmesse. Wenn man bedenkt, dass wir im Sommer 2020 hier mit den ersten Arbeiten angefangen haben und 3 Jahre später die Tunnelvortriebe abgeschlossen haben, fühlt es einen unfassbar mit Stolz. Die S21-Tunnel erstrecken sich von Feuerbach und Bad Cannstatt im Norden über den künftigen unterirdischen Durchgangsbahnhof im Zentrum der Landeshauptstadt bis zum Flughafen auf den Fildern und ins Neckartal bei Obertürkheim. Über das Tunnelsystem kann der Hauptbahnhof künftig aus allen Richtungen angefahren werden. Dank dieser Neuordnung des Stuttgarter Bahnknotens wird der angestrebte Deutschlandtakt in Baden-Württemberg erst möglich. Thank you.
Die Tunnel von Stuttgart 21 tragen entscheidend dazu bei, die Reisezeiten im Fern- und Regionalverkehr erheblich zu verkürzen und so Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. In und um Stuttgart bilden die Tunnel ein Netz aus zusätzlichen Zulaufstrecken zum künftigen Hauptbahnhof. Viele neue Direktverbindungen entstehen, die so ohne die Tunnel und den Durchgangsbahnhof nicht möglich wären. Zudem verkürzen sich die Reisezeiten dank optimierter Trassenverläufe, kreuzungsfreier Ein- und Ausfahrten sowie höherer Geschwindigkeiten bis kurz vor Halt am Bahnsteig. Neue direkte Verbindungen und kürzere Reisezeiten. Die Stuttgart 21-Tunnel machen beides möglich. Man ist immer erleichtert, wenn die Arbeiten ohne große Probleme und auch ohne menschlichen Schaden vonstatten gehen. Erleichtert ist man aber auch nur kurz, weil man weiß, ab morgen geht es genauso weiter und die nächsten Arbeiten stehen an. Als nächstes kommen die Innenschalen und dann werden wir versuchen, so schnell wie möglich alles an die nachfolgenden Gewerke zu übergeben. Oberbau, feste Fahrbahn, Oberleitungen, Ausbau und die technische Gebäudeausrüstung. Ich bin mir ganz sicher, dass wenn dieses Bauwerk und diese Strecke hier in Betrieb genommen wird, dass die Eisenbahn eine noch viel wichtigere und größere Rolle als Verkehrsmittel spielt, als sie es ohnehin schon tut. Stuttgart 21 ist einfach schon immer ein faszinierendes Projekt gewesen, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Politisch, gesellschaftlich, baulich, architektonisch und verkehrlich. Neue Infrastrukturen müssen befahren werden. Deswegen werbe ich auch dafür bei allen Parteien, dass wir in den kommenden 10, 20 Jahren in erheblicher Weise in die Sanierung und Modernisierung des Netzes investieren, damit wir eben eine leistungsfähige, eine zukunftsfähige Bahn haben. Im transeuropäischen Verkehrsnetz ist die neue Bahnstrecke Stuttgart-Ulm ein Kernstück für die Verbindung zwischen West- und Osteuropa. Die Zukunft der Mobilität liegt in der Intermodalität. Viele reden darüber. Aber wir zeigen hier, was wir schaffen können, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Nachdem jetzt Licht am Ende des letzten Tunnels aufscheint, gehen wir beim Projekt Stuttgart 21 mit großer Zuversicht und Vorfreude auf die Zielgerade. In diesem Sinne, alles Gute bis zur Vollendung dieses Jahrhundertprojekts und ein herzliches und kraftvolles Glück auf. Ganz besonderer Dank gilt natürlich den Mineuren, die hier Tag für Tag unter Tage arbeiten. Einmal Tunnelbauer, immer Tunnelbauer. Das ist ein ganz besonderer Schlagmensch, der hier unten tätig ist.